Freunde, warum fährt eigentlich niemand diese extrem geile Rennstrecke, die ihr hier im Hintergrund sehen könnt? Die Rede ist natürlich vom Oulton Park, einer der geilsten britischen Rennstrecken in meinen Augen überhaupt. Und dieses Rennen, was ihr heute seht, das bestätigt das zu 100%, dass diese Rennstrecke auf jeden Fall ein Garant für geisteskranke Action ist und für viele brenzlige Situationen. Ich würde sagen, Leute, bevor wir hier noch länger quatschen, starten wir hier gleich mal direkt rein, denn dieses Rennen, das hat es wirklich absolut in sich gehabt. Und wir springen ja auch direkt mal zum Rennstart. Wir haben nämlich ein 45-Minuten-Rennen gehabt und wir starten hier aus dem Mittelfeld. Und das sind schon mal Faktoren, die ja auf dieser ja sehr kleinen Rennstrecke, auf dieser sehr schmalen Rennstrecke vor allem, das sind Faktoren oder ein Garant dafür, dass es hier zur Sache geht. Die Lampen sind auf grün gesprungen. Wir starten von der 14. Position. Auf der Außenseite sind wir für Turn 1. Das ist nämlich eine Rechtskurve. Da müssen wir erstmal aufpassen, dass hier nichts passiert. Und vor uns, ein Lambo ist da irgendwie off-track gegangen, ist zurück auf die Strecke gekommen und wir haben das einfach nicht gesehen, weil der Honda vor uns komplett uns die Sicht versperrt hat. Also das war, ja sagen wir mal, so ein bisschen Glück im Unglück, weil es hätte uns natürlich auch deutlich schlimmer treffen können. Wir haben hier knapp 8 Sekunden Schaden gehabt und das war natürlich erstmal ja, ein nicht so guter Start in dieses Rennen hinein oder ein kleiner Schreckmoment, aber es ist gut gegangen. Wie gesagt, hier ist nicht viel Platz, hier ist überhaupt kein Platz teilweise. Auch hier in dieser kleinen Stallkurve auf dem Oulton Park ist ja auch so ein kleines Markenzeichen hier auf der Strecke. Diese Rechtskurve hier, diese enge Rechts, da wollte ich mich erstmal außen positionieren, aber da hast du keine Chance, wenn du auf der Außenseite bist. Hier diese Wurst, diesen Curb, den habe ich am Anfang erstmal sehr stark attackiert, aber auch da haben wir dazugelernt während des Rennens. Das wird auch noch so eine Geschichte werden, denn diese Curbs, da musst du auch immer sehr, sehr vorsichtig sein, um deine Reifen hier nicht kaputt zu machen. Und jetzt kam hier die nächste brenzlige Situation. Der BMW vor uns hat ein bisschen die Linie verpasst und ja, war auf der Außenlinie ein bisschen langsamer. Ich war zu schnell, ein bisschen zu spät auf der Bremse. Aber dann hat sich alles wieder gerade geschoben. Ich habe natürlich den BMW erstmal halb rausgedreht, dann wieder gerade geschoben. Scheiße. Und das war die nächste Situation hier in der ersten Runde. Die extrem langsamer. Ja, erstmal meinen Puls ein bisschen höher hat schlagen lassen. Aber auch da war es so, es hätte deutlich schlimmer ausgehen können. Uns wurde zwar hinten reingefahren, wir sind vorne im BMW reingefahren. Aber insgesamt hatten wir dann, ihr habt es auch unten kurz links gesehen, ich glaube es waren dann so um die 13, 14, 15 Sekunden Schaden, wenn man die Boxenstandzeit dann nochmal abgezogen hat. Aber das ist natürlich keine gute Voraussetzung gewesen für dieses Rennen, denn ja, mit jeder Sekunde Schaden wirst du auch potenziell hier und da so minimal langsamer und 15 Sekunden Schaden können sich schon bemerkbar machen im Fahrverhalten, hier und da mehr untersteuern, mehr übersteuern. Aber tatsächlich fuhr es sich noch einigermaßen in Ordnung. Auch seit 1.9 merkt man den Schaden ja nicht mehr so gravierend wie noch in 1.8. Deswegen jetzt erstmal gucken, Leute. Das waren jetzt erstmal die erste Runde. Hier die ersten anderthalb Runden gleich. Und in dieser schnellen Links auch erstmal gucken. Da mit dem Fahrverhalten, wie ich gerade gesagt habe, ist das Auto nochmal kurz unruhig geworden. Die Reifen sind auch noch nicht zu 100% da. Hier auf der rechten Seite haben wir noch 26 Mitte von den Drücken her. Und wir wollen so um die 27 PSI haben. Drücke werden auch noch ein Thema hier in dem Rennen, kann ich euch sagen. Denn ich habe ja gerade gesagt, diese Würstchen hier, diese Curbs, die sollte man eigentlich ja nicht so stark attackieren, wie ich es jetzt hier wieder getan habe. Könnt ihr ja mal die Drücke beobachten hier, vor allem auf der linken Seite. Das wird ein kritisches Ding, sage ich euch. Wir springen hier nochmal eine halbe Runde weiter. Wir sind hier an dem BMW. Ich habe mich hier angetäuscht oder ich habe mich hier gezeigt im Rückspiegel. Habe hier und da so ein paar Antäuschungen gemacht in der Anbremsphase, dass ich vielleicht attackiere, weil dann kannst du deinen Gegenüber aus der Reserve hier und da locken. Und das wollte ich hier auch mit dem Marco Schade machen, hier in der letzten Kurve. In der ersten Kurve kommen wir auch nochmal besser durch, können hier schneller durchfahren. Das gibt doch hier fast die erste Warning, aber nein, es gab erstmal nur ein No-Time-Gain. Da haben wir richtig Glück gehabt, denn in der ersten Kurve kannst du tatsächlich hier relativ schnell auch eine Warning holen. Genauso wie hier in der zweiten Kurve, wenn du da zu weit rauskommst. Hier nach dieser langgezogenen Links. Jetzt können wir uns hier schon zeigen. Wir waren hier erstmal in der Anfangsphase das schnellere Auto. Hier aufpassen, dass man nicht zu weit rauskommt, so wie der BMW da hinten, der voll in der Wand einschlägt. Da sollte man auf jeden Fall zusehen, dass man nicht neben die Strecke kommt. Und ja, man muss einfach nur beten, dass man da irgendwie die Lücke trifft zwischen den Reifenstapeln, weil du bist einfach nur Passagier. Und es darf auch niemand anderes von hinten kommen, denn dann räumst du denjenigen komplett ab. Also da braucht man wirklich eine Menge Glück, wenn man da einmal neben die Strecke kommt. Deswegen zusehen, dass wir da nicht neben die Strecke kommen. Wir konzentrieren uns hier weiter. Wir sind schon in den Top 10 angekommen. Der 9. Platz. Wir haben zumindest mal 5 Positionen seit dem Start hier gewonnen. Und da vorne ging es jetzt weiter zur Sache, Leute. Der BMW immer noch vor uns, wie ihr sehen könnt. Und das Feld hat sich immer weiter zusammengeschoben. Und das ist ein Garant dafür, dass es hier gleich richtig zur Sache geht. Und darauf werden wir uns jetzt konzentrieren. 39 Minuten knapp haben wir hier noch auf der Uhr. Wir haben noch einen Boxenstopp, den wir auch machen müssen. Das heißt, strategisch wäre es hier vielleicht sogar sinnvoll, irgendwie vielleicht früher an die Box zu gehen, um einen Undercut zu machen.
weil du musst dich irgendwie aus dem Verkehr ziehen. Ihr seht es, die Leute haben hier alle Bock. Die wollen hier ihre Position nicht hergeben. Die wollen ihre Position verteidigen und gleichzeitig aber auch noch attackieren. Und das Gleiche wollen wir natürlich auch machen. Unser Vorteil, den wir jetzt gerade haben, wir haben zumindest eine kleine Lücke nach hinten. Aber je mehr Verkehr potenziell vor dir ist, desto eher kommen die hinter dir auch wieder ran. Da müssen wir jetzt gerade auch drauf warten. Hier den Curb zu viel mitgenommen. Wir gehen schon wieder auf Track. Auch da zum Glück wieder nur ein No-Time-Gain bekommen. Auch da wieder Glück gehabt hier. Und da vorne ist ein Ferrari ein bisschen weit gegangen. Dadurch wird das gesamte Feld jetzt hier eingebremst. Und dadurch wird es jetzt hier ganz kurios. Ich blende euch mal eine andere Kameraperspektive ein. Dann können wir das Ganze hier nochmal ein bisschen besser verfolgen. Ich wollte hier auf die Innenseite der Marco. Schade, nehmen wir uns einen BMW. Geht ein bisschen weit und kommt da auf die Wiese. Genau das Problem, was ich gerade euch geschildert habe. Und er schlägt genau in den Reifenstapel ein. Er hat die Lücke nicht getroffen. Das ist natürlich sehr belastend gewesen. Gut für uns, wir haben eine Position gewonnen und es ging weiter. Wir haben aber die nächste Position verloren durch dieses, ja, durch dieses Getümmel, was wir jetzt hier hatten. Wir haben die Position an den nächsten BMW verloren. Das heißt, wir haben jetzt hier wieder einen BMW vor uns. Zwar in einer anderen Farbe, in einem schönen Babyblau. Aber ich hätte ehrlich gesagt gerne darauf verzichtet, dass wir hier irgendwie in irgendeiner Form wieder einen BMW vor uns haben. Sondern ich hätte gerne den Lambo da vorne vor mir gehabt als nächstes Ziel, was wir attackieren können. Aber so ist das nun mal. Du hast einerseits gerade die Möglichkeit gehabt, einen zu überholen. Und durch das ganze Getümmel hat dann der BMW das sehr, sehr gut ausgenutzt, dass ich da die weitere Linie genommen habe, hat uns attackiert. Und dementsprechend haben wir wieder die Position verloren, sind auf dem 9. Platz. Wir haben noch 37 Minuten auf der Uhr und sind hier aus der letzten Kurve deutlich besser rausgekommen. Aber die erste Kurve ist dann hier und da schon ein bisschen zu schnell, um da zu attackieren. Wir können hier nur vielleicht ein bisschen mehr Schwung holen. Da vorne geht ein Porsche weit. Es wird wieder sehr brenzlig hier in Richtung der zweiten Kurve. Der Lambo will da mal kurz die Nase reinhalten. Der Porsche nimmt die etwas weitere Linie und es wird wieder sehr langsam hier vor uns. Wir müssen jetzt zusehen, dass wir irgendwie vorbeikommen, denn im Rückspiegel seht ihr schon, George Boothby, ein extrem schneller Fahrer auch, den wollen wir uns hinter uns halten und das ist die oberste Priorität, dass wir nicht zusätzliche Position verlieren. Heißt, wir müssen voll auf Angriff gehen. Angriff ist die beste Verteidigung, sagt man ja so schön, und hier trudeln auch weiterhin die ersten Strafen ein und da kann ich euch sagen, eine Strafe könnte hier für uns auch noch kommen. Ihr könnt euch daran erinnern, durch genau einen BMW, den wir vor uns gerade so halb gedreht haben in der Anfangsphase, den Marco Schade, den wir da halb rausgedreht haben, auch wenn nichts weiter passiert ist, das ist trotzdem immer eine sehr brenzliche Situation und dementsprechend sind da auch Strafen, die man hier bekommen kann. Hier werden wir attackiert vom George Boothby. Da vorne, die halten sich weiterhin hier alle wieder auf. Der Lambo ist mittlerweile vorbei an dem lilan Porsche. Hier haben wir den Körper ein bisschen zu viel mitgenommen und jetzt geht es hier weiter. Wir müssen irgendwie vorbei an diesem Trio da vorne, weil dann kann es hier sogar vielleicht in Richtung Podium, vielleicht in Richtung Top 5 gehen. Wir haben hier noch genug Zeit. Aber wir dürfen uns nicht zu lange aufhalten. Hier kommen wir besser durch diese vorletzte Doppelrechts. Und das bedeutet, wir können uns hier neben den BMW setzen. Bremsen hier ein bisschen später, aber nicht zu spät. Sonst schießen wir vielleicht sogar den Porsche ab. Das heißt, wir können hier früher aufs Gas gehen. Jetzt müssen wir in Richtung erste Kurve uns hier irgendwie behaupten. Der Kollege gibt uns hier sogar noch ein bisschen Windschatten im Porsche. Und der BMW hinter uns zieht zum Glück zurück. Das bedeutet, wir haben hier die 8. Position erobert. Also, die ersten 10 Minuten, die haben es schon mal in sich gehabt, Leute. Wenn es euch bis hierhin gefallen hat, dann schon mal ein fettes Däumchen raushauen. Wir gehen weiter in die restlichen 35 Minuten noch. Und der Porsche vor uns, der war so ein bisschen am Struggeln. Das hat man gerade schon gesehen. Der war hier und da schon off-track, hat vielleicht seine Reifen zu hart rangenommen. Und deswegen mussten wir auf jeden Fall weiter Druck machen, weil ihr seht es, nach vorne die Lücke ist schon wieder aufgegangen. Da vorne der Lambo war deutlich näher an uns dran und jetzt machen wir fast den Fehler und sind hier fast auf Track gekommen. Diese Kurve, ich habe es gerade gesagt, wenn man da ist einmal verkackt, dann kann es ganz, ganz schnell gehen. Aber es ist nochmal gut gegangen und da habe ich auch gewusst, das war eine richtig, richtig enge Geschichte, weil hätten wir da die Grasnarbe nur leicht berührt, dann zieht es dir das Heck weg, das Auto verlierst du hier meistens und da sehen wir schon Druckverlust hinten links. Wir haben nur noch 26,0 PSI, also knapp ein PSI haben wir hier schon verloren und ja, das war für mich jetzt ein Zeichen nach, sagen wir mal circa 10 Minuten, dass ich die Curbs hier, zumindest auf der linken Seite, die rechte Seite war ja noch in Ordnung von den Drücken, dass ich die Curbs nicht mitnehmen darf. Und der Porsche vor uns, der war richtig am Struggle. Hier kommt auch die nächste Strafe rein. Und das war für uns die 5-Sekunden-Strafe. Hier auch nochmal eine andere Kameraperspektive. Da seht ihr mal die Rennaction hier auf dieser sehr, sehr, sehr geilen Rennstrecke. Hier diese Doppelrechts, auch da wieder etwas besser getroffen als der Porsche. Und das bedeutet, wir können uns hier positionieren, so ähnlich wie wir es vorhin bei dem BMW gemacht haben, können wir uns hier positionieren für diese letzte Rechtskurve, waren hier später auf der Bremse und wir haben tatsächlich die Position gegen den Porsche gewonnen. Und ja, genau diese Truppe hier haben wir jetzt erstmal hinter uns. Das war schon mal sehr, sehr gut, weil überholen, wie ihr schon gesehen habt, ist nicht so einfach hier auf dem oder im Olden Park. Und das ist einerseits sehr, sehr geil, aber es kann auch sehr frustrierend sein natürlich. Ich habe mich erstmal den Schaden ausgemacht,
den wir natürlich nicht reparieren lassen wollen, weil das sonst zu viel Zeit kostet. Vor uns wieder ein Ferrari, den wir hier überholen wollen oder überholen müssen. Der geht jetzt hier weit in dieser Steilkurve, in dieser Spitzkurve. Und das bedeutet, wir können hier mit dem besseren Exit eventuell raus. Wir sind hier neben ihm, aber er ist noch leicht vor uns. Aber jetzt zieht er hier zurück, beziehungsweise ich habe sehr spät gebremst. Und ja, da musste ich nochmal voll attackieren, voll über die Curbs rüber. War jetzt nicht unbedingt förderlich für die Reifen, aber diese Position wollte ich unbedingt haben. Und die war wichtig. Die war wichtig, denn wir haben es gerade gesehen, es kann auch mal mehrere Runden dauern, bis du hier die Chance bekommst. Und du musst die kleinste Möglichkeit, musst du ja ausnutzen im Molten Park, wenn du hier ja, dich nach vorne kämpfen willst. Und das ist auch das Geile, wenn du hier im Mittelfeld startest, hier sehr aggressiv durch diese schnelle Links im ersten Sektor. Fast zu weit rausgekommen, hat aber noch gepasst. Jetzt hier wieder aufpassen, diese schnelle Links. Wenn du da zu weit innen drüber fährst, dann kannst du das Auto aushebeln. Zu weit nach außen haben wir auch schon gesehen, was da passieren kann. Hier der Marius 30 auch ein bisschen die Linie verkackt in dieser Steilkurve. Deswegen sind wir jetzt hier ganz, ganz, ganz nah dran. Und wir müssen Druck machen, Leute. Wir kämpfen hier nämlich um die Top 5. Und jetzt haben wir diese Schikane ein bisschen verkackt. Und da seht ihr mal, wie die Lücke direkt aufgeht. Wir haben uns aber direkt wieder innerhalb von kürzester Zeit hier rangefahren und das Boxenstoppfenster, das ist nämlich genau jetzt offen gegangen. Circa, ja, zur Halbzeit, beziehungsweise ein bisschen vor der Halbzeit, ist das hier offen gegangen, das Boxenstoppfenster. Und wir haben hier gerade die erste Warning kassiert und es wurde jetzt auch mal Zeit. Wir haben oft genug No-Time-Gain bekommen. Bedeutet, das dürfen wir auf jeden Fall auch nicht vernachlässigen mit den Warnings. Also man kennt es ja, alle, die mich regelmäßig verfolgen. Das kann auch schon mal nach hinten losgehen hier mit den Track Limits. Haben wir das ein oder andere Mal erlebt, dass es da sehr, sehr brenzlig wurde. Oder ja, dass man da teilweise auch noch über dem Limit mit den Warnings unterwegs war. So, aber da vorne ein AMG, der Schnickenburger, ist hier ein bisschen am Struggle gewesen. Der hatte, glaube ich, sogar zwischenzeitlich das Auto verloren, ist hier zurückgefallen und hatte auch hier und da Probleme jetzt natürlich mit seinen Reifen durch diesen Fehler, den er gemacht hat. Und ich habe mir gedacht, okay, die beiden halten sich vielleicht noch ein bisschen auf. Ich gehe jetzt hier an die Box, ich versuche den Undercut. Boxeneinfahrt ist ja auch nicht so einfach, macht man auch nicht so oft, weil hier, wie gesagt, so gut wie nie Rennen stattfinden. Deswegen auch das. Da muss man erstmal gucken, wie das Ganze hier so funktioniert. Nicht zu aggressiv, aber natürlich auch nicht zu konservativ hier in die Box reinpushen. Das hat aber alles funktioniert. 10 Sekunden Standzeit haben wir ja gehabt. Durch die 5 Sekunden Strafe haben wir natürlich jetzt auch nochmal 5 Sekunden mehr Standzeit als ja viele andere hier. Aber es ging weiter. Wir müssen jetzt mal gucken, wo kommen wir jetzt hier gleich raus. Das ist jetzt hier die Frage. Und natürlich fallen wir jetzt erstmal ein bisschen zurück. 25 Minuten haben wir gleich noch auf der Uhr. Position 15, da kommt noch einer hier neben uns. Ein Honda, der... Ja, ich will nicht zu viel verraten, aber wo jetzt gleich dann die nächste brenzlige Situation passieren wird, hinter uns Ed Watson. Wir haben jetzt zum Glück einen Spot gefunden, wo wir nicht einen direkten Verkehr haben, wo wir zumindest jetzt erstmal ja, nicht direkt Zeit verlieren im Zweikampf. Und der Honda da vorne, ich habe es ja gerade gesagt, der verliert jetzt hier in der schnellen Links das Auto und der kommt nicht zurück auf die Strecke. Zum Glück, er hat das Auto nach außen hin verloren. Und ja, wäre er dann nach innen gekommen, da hätte ich keine Chance gehabt, gar keine Chance gehabt, weil dann kannst du einfach nicht mehr reagieren bei den Geschwindigkeiten in so einer schnellen Linkskurve. Da hast du keine Chance. Und jetzt ging es hier darum, ich habe ja wie gesagt diese 5 Sekunden Strafe vorhin bekommen, jetzt ging es darum, wo kommen wir hier raus, und wir kamen genau hinter Boothby raus. Das war sehr, sehr ärgerlich, weil der war circa 5,5 Sekunden hinter uns, dadurch, dass wir aber in der ersten fliegenden Runde natürlich ein bisschen Zeit verloren haben, weil die Reifen noch nicht da waren, ist das Ganze jetzt hier nach hinten losgegangen. Das heißt, wir... Ja, uns hat quasi eine halbe Sekunde hier gefehlt, dann wären wir genau vor Boothby wieder rausgekommen. Jetzt ist er hier direkt vor uns und das habe ich aber auch schon gesagt, das ist ein sehr, sehr, sehr schneller, starker Fahrer, E-Sportler, der natürlich weiß, was er tut und der natürlich noch mal besser verteidigen kann als der ein oder andere hier und noch mal eine Ecke schneller ist als viele andere hier. Und das war jetzt hier das große Problem. Was willst du jetzt machen? Wir können nur hoffen, dass er entweder einen Fehler macht oder dass jetzt gleich noch Verkehr wieder vor uns sein wird und wir dann ja durch so einen Zweikampf, den er führt, uns irgendwie vielleicht vorbeidrücken können. Das war hier die große Hoffnung. Wir sind hier direkt dran. Wir konnten auch erstmal Druck machen. Der Lambo generell hier sehr gut, ein sehr gutes Auto im Olden Park. Der Ferrari weiß ich jetzt gar nicht, wie gut er im Vergleich geht. Aber wir springen hier mal weiter nach vorne. Da vorne ist wieder dieser Lambo, der hier uns auch schon das ganze Rennen so ein bisschen begleitet. Und im Rückspiegel haben wir auch einen Lambo, der sich jetzt hier auch rangekämpft hat. Beziehungsweise der auf einmal hier auch eine Rolle spielt, weil wir hier ja die ganze Zeit irgendwo im Verkehr festgehangen haben. Und jetzt schauen wir mal, was aus diesem, ja, aus diesem Trio, wollte ich gerade sagen, oder aus diesem Quartett eher, wir sind ja hier vier Autos jetzt sehr nah beisammen, was daraus so entsteht. 15 Minuten nur noch, Leute. Wir gehen so langsam in die entscheidende Phase. Meine Reifen, hinten links 25,6 PSI, vorne links
26,4 auf der rechten Seite, alles nach wie vor sehr, sehr gut, aber linke Seite, die war so langsam am struggeln. Hier vorne ging es jetzt zur Sache, das sind genau diese Situationen, wo es jetzt eng wurde, hier genau in diese Schikanen auch rein. Side by Side, da verlierst du eine Menge Zeit, vielleicht können wir das irgendwie ausnutzen, jetzt hier vielleicht den besseren Exit erwischen. Hat aber erstmal nicht funktioniert, dadurch ist der Lambo aber hinter uns wieder rangekommen, der jetzt aber einen groben Fehler macht, denn der kommt hier leicht auf die Wiese und verliert das Auto und ist volle Breitseite eingeschlagen. Im Rückspiegel seht ihr das noch, er ist komplett eingeschlagen. Das ist auch der Oldenpark. Wenig Platz, wenn du neben der Strecke bist, hebelst das Auto manchmal komplett aus, weil es einfach unfassbare Bodenwellen oder Schlaglöcher oder was auch immer hier neben der Strecke hat. Letzte Kurve haben wir wieder sehr gut getroffen. Aber auch da, die Gerade ist zu kurz, um sich hier ranzuziehen in Kurve 1, um da mal zu attackieren. Und die Kurve 1 ist leider nicht langsam genug, dass man da irgendwie mal daneben bremsen könnte. Da vorne der Marius 30 mit einem weiteren Fehler. Und jetzt kam mir die nächste Situation, die sehr brenzlig war. Diese links hier zu zwei Zeit bei Zeit sind sie da. Der Boostspeed wird ein bisschen weit geschickt. Und das ist genau diese Situation, die ich vorhin gesagt habe. Wenn sich zwei streiten, dann kann sich der Dritte, in dem Fall ich, kann sich hier freuen. Und genauso war es auch. Wir haben uns hier vorbeigedrückt. Wir sind jetzt hier in den Top 5. Und jetzt mussten wir hier vorbei an dem Marius. Aber erstmal hier gucken, dass uns der Boostspeed wieder nicht attackiert. Da musste ich die Inside zumachen, weil ich diese schnelle Links ein bisschen verkackt habe. Und der Boostspeed wollte jetzt natürlich Druck machen. Hier haben wir mal kurz den Rückspiegel eingeblendet. Sein Auto sah auch schon so ein bisschen lediert aus zu diesem Zeitpunkt. Hat natürlich auch schon hier und da ein bisschen Feinkontakt gehabt. Aber so ging es hier, glaube ich, allen, die ja relativ aus dem Mittelfeld gestartet sind, so wie wir. 7 Minuten noch auf der Uhr. Wir sind immer noch hinter dem Lambo, können hier aber weiterhin Druck machen. Wir sind hier fast ja regelmäßig an seiner Stoßstange gewesen. Ganz, ganz nah dran. Hier schon wieder diese Curbs. Die darfst du im Oldenpark eigentlich nicht viel mitnehmen am Exit, weil die hebeln das Auto auch nochmal aus. Du verlierst Traktion. Das ist dann immer ja für die Reifen natürlich sowieso erstmal kritisch, aber auch für deine Rundenzeit nicht förderlich und auch für die Stabilität des Autos nicht förderlich. Jetzt hier hat er diese Doppelrechts auch wieder so ein bisschen verkackt. Dadurch kamen wir jetzt hier auf die Außenseite. Das ist natürlich nicht unbedingt hier die beste Position für die letzte Kurve auf der Außenseite. Ich habe hier versucht, den Schwung mit rumzunehmen. Es hat aber nicht funktioniert, denn da hast du einfach nicht den, ja, den nötigen Grip. Du hast den längeren Weg und dementsprechend hat es hier nicht funktioniert. Jetzt hat er hier für die erste Kurve sich zumindest nochmal verteidigt. Aber Leute, wir sind hier auch nochmal ein bisschen weit gegangen. Wieder No-Time-Gain. Wir sind mittlerweile auf der zweiten Warning unterwegs. Seht da unten, Streckenabkürzung 2. Auch nicht gerade förderlich. Aber der Marius, der war ja anscheinend auf der dritten Warning unterwegs und hat jetzt hier die Durchfahrtsstrafe kassiert. Denn er ist ein bisschen zu weit gegangen in dieser schnellen Links oder am Exit dieser schnellen Links. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt müssen wir ganz schnell vorbei. Das war eine kritische Attacke. Aber ich habe mir gedacht, okay, er muss jetzt sowieso gleich an die Box und vielleicht lässt er uns hier ziehen und es hat so gerade eben gepasst. Ich habe ihn, glaube ich, sogar noch leicht berührt, aber Boostspeed ist auch direkt mit durchgeschlüpft. Das war jetzt hier nochmal dieser Zweikampf zum Schluss zwischen Boostspeed und mir. Er wollte irgendwie dranbleiben, aber ich habe zum Schluss ja wenig Fehler gemacht. Habe jetzt hier versucht, das Weite zu suchen und so ist es dann tatsächlich auch ausgegangen. Wir haben den 4. Platz nach Hause gefahren nach diesem sehr, sehr, sehr geilen Rennen. Und Leute, der Oldenpark ist eine absolut geile Strecke. Ich würde sie lieber, oder ich würde sie gerne viel, viel öfter fahren. Schreibt mal gerne in die Kommentare, wie es euch da geht. Würdet ihr auch sehr viel mehr Rennaction hier auf dieser Rennstrecke haben wollen? Wenn ja, dann schreibt es mal in die Kommentare. Ich würde sagen, checkt gerne das nächste Video aus. Leute, wir sehen uns im nächsten Video. Euer Mavix. Haut rein. Ciao. Ciao.